Da saßen wir nun in einem Zimmer des Krankenhauses, vor uns auf dem Tisch die Kleider und sämtliche Habseligkeiten des Toten, Uhr, Geldbörse, Brieftasche und die Waffe, mit der er um sich geschossen hatte. Von ihm selbst konnten wir nichts mehr erfahren. Vielleicht erzählten uns die Dinge etwas, die er zurückgelassen hatte. Außer dem Geld fanden wir in der Brieftasche seinen Führerschein, ausgestellt in New York. Das war der einzige Hinweis auf seine Identität. Phil ließ sich sofort mit dem Hauptquartier in New York verbinden und bat MI, er möge veranlassen, dass ein Kollege sich mit der Vergangenheit des verstorbenen Mannes beschäftigte. Während Phil telefonierte, fischte ich aus der Rocktasche ein zerknülltes Telegrammformular. Es war an MR Earl Luther, zurzeit Randall Hotel, New York, gerichtet und lautete: Bestätigen Zimmerreservierung ab 24. dieses Monats Stopp, verbindlichen Dank Stopp San Hotel Stopp Chicago. Phil beendete das Gespräch. Ich zog ihn am Ärmel. Luther bestellte ein Zimmer in Chicago. Er wollte also mindestens eine Nacht bleiben. Ob er eine Verabredung hatte? Keine Ahnung. Ob es wohl eine gute Idee ist, wenn ich hingehe und mich als Earl Luther eintrage, überlegte ich laut. Vielleicht kommt ein anderes Mitglied der Bande ins Hotel. Einen Versuch wäre es wert, meinte Philosophie. Okay, du fährst nach Frisco weiter und informierst dich, ob Aswell Boom ebenfalls die Bekanntschaft einer Frau machte, bevor er starb. Ich steige in Chicago aus, gehe ins Sun Hotel und warte darauf, dass jemand auftaucht und sich mit Earl Luther unterhalten will. So verlieren wir keine Zeit. Da Lakefield keinen Flugplatz hatte, mussten wir auf den nächsten Zug warten. So blieb uns Zeit genug, mit dem Polizeichef des Ortes zu reden, damit die Überführung der Toten nach New York organisiert werden konnte. Gegen Mittag dann ratterten wir Chicago entgegen. Ich las unterwegs die Post, die Chester Röd mir geschickt hatte. Er hatte eine Nachricht erhalten, dass in Mexiko ein paar der Brillanten aufgetaucht waren, die der Eisenbahnmörder im Fall Morgan erbeutet hatte. Röd hatte einen unserer Leute über die Grenze geschickt, und unser Mann hatte eine gute Beschreibung des Verkäufers beschaffen können. Der Mann, auf den sie passte, lag zu dieser Stunde wahrscheinlich in einem Kühlwagen und befand sich auf dem Weg nach New York, und ich reiste unter seinem Namen nach Chicago. Stern, Stern, Stern. Das Sun Hotel war ein gutes Hotel, nicht gerade Luxus, aber vornehm. Ein Boy nahm mir die Aktentasche ab. Der Empfangschef wünschte guten Abend und begleitete mich zum Portier. Mein Name ist Earl Luther, sagte ich. Ich habe ein Zimmer bestellt. Er blätterte in seinem Buch. Jawohl, M.A. Luther, Nummer 241 im ersten Stock. Mit Bad. Ist bereits nach mir gefragt worden. Er prüfte das Brieffach 241 und nahm einen Zettel heraus. Nur ein Anruf, ob Sie schon eingetroffen wären. Der Anrufer nannte keinen Namen. Vielen Dank, sagte ich und folgte dem Pagen zum Lift. Sobald der Boy mit dem Trinkgeld in der Hand die Tür hinter sich zugezogen hatte, zündete ich mir eine Zigarette an, stellte mich ans Fenster und dachte nach. Unter mir kochte der Verkehr von Chicago. Earl Luther wurde also erwartet. Wenn ich nur gewusst hätte, wie ich mich zu benehmen hatte, um seine Freunde nicht vor den Kopf zu stoßen, bis sie vor mir standen. Ich kannte nicht einmal die Stimme von Luther, um sie wenigstens in etwa am Telefon zu imitieren. Alles, was ich je von ihm gehört hatte, war der Wutschrei, du Hund. Es blieb mir gar nichts anderes übrig, als die Dinge auf mich zukommen zu lassen und auf mein Glück zu vertrauen. Heute Nacht würde jedenfalls nicht mehr so viel passieren. Ich nahm ein Bad und legte mich ins Bett. Am anderen Morgen weckte mich das Telefon. Es war erst 7.30 Uhr. Guten Morgen, M.A. Luther. Sie werden gewünscht. Jemand da? Nein, am Telefon. Anruf von auswärts. Ich schluckte. Schalten Sie durch, sagte ich dann entschlossen. Es knackte ein paar Mal. Dann sagte eine Stimme, Earl, bist du es? Ich verdeckte die Sprechmuschel halb mit der Hand. Sehr leise quetschte ich hervor, okay, ich bin's. Wie geht's? Hallo, rief mein Gesprächspartner. Ich verstehe schlecht. Sprich lauter, Earl. Ich ging aufs Ganze. Kann nicht, krächzte ich, bin völlig erkältet. Hab's mir gestern im Zug geholt. Hatte ich immer schon Last mit.
Hoffentlich hatte Luther sich nie damit gebrüstet, dass er ein leidenschaftlicher Eiswasserschwimmer sei. Es schien nicht der Fall zu sein, denn der Anrufer reagierte nicht auf meine Erkältungsstory. Wie steht's, Earl? Fragte er ungeduldig. Ist der G-Mann endlich abgereist? No, antwortete ich. Es ging schief. Sie waren zu zweit. Unser Mann fiel auf und dann um. Er nahm einen von den beiden mit, aber den falschen. Ich erzählte das so, damit mein Gesprächspartner sich nicht wunderte, wenn er von zwei Opfern bei der Schießerei im Zug in den Zeitungen las. Ich hatte zwar strikte Anweisung gegeben, dass der Presse keine Einzelheiten mitgeteilt werden sollten, aber ich konnte nicht verhindern, dass die Journalisten davon durch die Mitreisenden erfuhren. Mein unbekannter Gesprächspartner fluchte wild vor sich hin. Ich ließ ihn toben. Der Mann muss weg, Earl, schrie er. Ich habe keine ruhige Minute mehr, solange er noch herumläuft. Jetzt wusste ich, mit wem ich sprach. Am anderen Ende der Strippe hing der Maskierte aus dem Intercontinental und telefonierte mit mir, dem G-Mann, der ihn suchte. Eine wahrhaft verrückte Situation. Wenn ich aus dem telefonischen Gespräch ein persönliches machen konnte, dann. Ich versuchte es. Wir werden darüber reden müssen, flötete ich und zwischendurch hustete ich angestrengt der Glaubwürdigkeit halber. Wann kann ich dich sehen? Ich komme übermorgen. Genaue Zeit weiß ich noch nicht. Ich rufe dich an. Lass dir was einfallen, wie wir ihn endlich loswerden. Die Abschiedsformel sparte er sich. Es knackte in der Leitung. Er hatte eingehängt. Ich drückte die Gabel hinunter, ließ sie wieder hochschnellen und rief den Portier an. Erkündigen Sie sich beim Fernsprechamt, woher der Anruf kam, befahl ich. Gut erzogenes Hotelpersonal wundert sich über nichts. Der Portier antwortete nur, jawohl. 5 Minuten später klingelte mein Apparat wieder. Ich erhielt die Auskunft, dass ich vom Hauptpostamt Cincinnati City angerufen worden war. Mein Mann befand sich also nicht in Chicago, und für den Augenblick konnte ich nichts anderes tun, als auf seinen neuen Anruf am übernächsten Tag zu warten. Damit dürfte der offizielle Teil des Tages als erledigt angesehen werden. Ich blätterte im Anzeigenteil der Zeitung nach dem Vergnügungsprogramm, um nach den passenden Gelegenheiten zur Zerstreuung bis übermorgen Ausschau zu halten. Im Logentheater spielten sie einen Film, der mich interessierte, und ich ließ mir für den Abend vom Portier eine Karte besorgen. Das Logentheater ist einer der größten Vergnügungspaläste Chicagos. Vor dem Film zeigen sie ein ausgedehntes Varieté-Programm. Das müssen sie tun, wenn sie die Leute überhaupt noch von ihren Fernsehgeräten weg in den Kintop locken wollen. Ich ließ es über mich ergehen. Es fing an mit einem Ballett. Es folgten 2 Parterre-Akrobaten, dann ein Jongleur und dann ein Zahnkraftakt, ausgeführt von einer blonden Frau. Hallo, ich kannte die Dame doch, die dort an ihrem eigenen Gebiss herumturnte. Rasch blätterte ich im Programm. Richtig, Des Lily, das Girl aus dem Intercontinental, das auch nicht schlafen konnte. Ich überlegte mir, dass ich noch einen langen Abend vor mir hatte, und ich kannte niemanden in Chicago. Wenn Des Lily nicht anderweitig vergeben war, konnte sie mir beim Abendbrot Gesellschaft leisten. Ich wartete ab, bis ihre Nummer zu Ende war, drängte mich durch die Reihe und verhandelte mit einer Platzanweiserin, mir den Weg hinter die Bühne zu zeigen. Für $2 tat sie es. Wie es hinter den Kulissen aussah, wusste ich von einem Hollywood-Job her, jedenfalls nicht annähernd so glanzvoll wie vor dem Vorhang. Des Lily teilte eine Garderobe mit einer Kollegin. Jedenfalls stand ein zweiter Name, Monique, an der Tür. Ich klopfte in aller Bescheidenheit an. Ein ältliches weibliches Wesen, die Garderobiere, steckte den grauen Kopf heraus. Ich erkündigte mich, ob Miss Des Lily zu sprechen sei. Mein Name sei Cotton, und wir wären alte Bekannte von einer D-Zugfahrt her. Moment, sagte die Garderobiere streng und schlug mir die Tür vor der Nase zu. Erst 3 Minuten später tauchte sie wieder auf und eröffnete mir, dass ich eintreten möge. Die blonde Artistin saß in einem Bademantel am Schminktisch, hatte mit einem Tuch die Haare zurückgebunden und hantierte mit einem Wattebausch an ihrer Fassade. Sie drehte sich zu mir um, zeigte das Berufsgebiss und rief, Hallo, Emma G-Mann. Nett, dass Sie sich meiner erinnern. Dabei steckte sie mir die linke Hand hin. Ich schüttelte sie höflich. Reden wir nicht vom Dienst. Woher wissen Sie überhaupt?
Na, lachte sie, ich habe sie doch groß in Aktion gesehen, damals in jener Nacht im Intercontinental. Sie übler Schwindler, mir zu erzählen, sie wären ein Geschäftsmann. Und hinterher hatten sie keinen Blick mehr für mich. Der Beruf geht nun mal vor, sagte ich, aber würden Sie dennoch mit mir zu Abend essen? Sehr gern. Wissen Sie, ich finde die Bekanntschaft mit einem G-Mann rasend interessant. Sie müssen mir Ihre beruflichen Abenteuer erzählen. Den Teufel werde ich tun, knurrte ich. Ich bringe Sie schon dazu, sagte sie lächelnd, aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich muss mir mein Bühnengesicht noch abwischen. Wir plauderten, während sie mit Lappen, Watte, Bürsten hantierte. Später zog sie sich hinter einen spanischen Schirm zurück. Als sie wieder hervorkam, trug sie ein nettes Straßenkostüm. Wenn Sie wollen, G-Mann, können wir gehen. Hören Sie, brummte ich, nennen Sie mich Cotton oder Jerry, aber lassen Sie diese Berufsbezeichnung weg. Wenn Sie mich während des Essens so nennen, können Sie erleben, dass 80% der Gäste das Lokal verlassen. Sie lachte. Ehrlich, sie sah nett aus, wenn sie lachte. Wahrscheinlich kam das von ihren allein schon aus Berufsgründen so wunderbar gepflegten Zähnen. Wir waren im Begriff zu gehen, als die Garderobentür geöffnet wurde, und eine zweite junge Dame erschien, ein wahrhaft enormes Wesen, gegen das Des Lily geradezu bescheiden wirkte. Die Dame war schwarzhaarig von leicht getönter Haut und mit grauen Augen. Das ist Monique, meine Kollegin, stellte Lily vor. Trapezakt. Monique, das ist M.A. Cotton, der G-Mann aus dem Intercontinental, von dem ich dir erzählte. Miss Monique lächelte zurückhaltend und wünschte, guten Abend. Dann setzte sie sich an ihren Schminktisch. Warum sind Sie so schweigsam, G-Mann? Fragte Lily draußen. Tatsächlich, ich hatte 2 Minuten kein Wort gesprochen. Gefällt Ihnen Monique? Fragte sie weiter. Gefallen? Nein, das war nicht das richtige Wort. Aber sie interessierte mich. Auf sie passte haargenau die Beschreibung, die der Angestellte von Francis Morgan von der Dame gegeben hatte, die einen Tourmalin-Ring kaufen wollte, und sie wirkte wirklich so, dass auch ein seriöser Juwelenhändler sich ihretwegen die Beine ausriss. Von diesen Gedanken konnte ich Lily nicht gut etwas mitteilen. Ich dachte nur darüber nach, in welches Lokal ich sie führen soll, sagte ich. Lassen Sie mich das tun, antwortete sie. Ich kenne Chicago besser. Hören Sie mal, warum soll ich Ihnen eigentlich erzählen, wie ich diesen Abend verbrachte? Das war eine rein private Angelegenheit und für den Fortgang der Geschichte völlig ohne Bedeutung. Für den anderen Morgen um 11 Uhr hatte mich Lily als Einkaufsbegleitperson bestellt, mit einem Wort, als Paketträger. Na ja, ich tat's ganz gern. Sie war ein nettes Mädchen, und übrigens hieß sie mit ihrem richtigen Namen ganz einfach Liane Baker. Ich hatte noch einen anderen Grund, mit ihr zusammen zu sein, außerdem, mir die Zeit zu vertreiben. Niemand konnte mich besser über jene Monique informieren als sie. Zugegeben, dass die Zahl schwarzhaariger, braunhäutiger und grauäugiger Mädchen in den Vereinigten Staaten vermutlich zwischen 1 und 3 Millionen schwankt, aber Monique war mir nun einmal über den Weg gelaufen, und ich wollte ihr Leben ein wenig darauf abtasten, ob es irgendwie Beziehungen oder doch Möglichkeiten im Zusammenhang mit den Eisenbahnmorden gab. Leider war es nicht einfach, aus Liane Genaues über Monique herauszuholen. Sie nahm mein Interesse offenbar von der ganz falschen Seite, und wenn ich eitel wäre, so müsste ich sagen, sie sah darin einen Grund zur Eifersucht, obwohl wir beide beileibe nicht so zueinander standen, dass von Eifersucht überhaupt die Rede sein konnte. Ich versuchte es darum auf weiten Umwegen, indem ich mich ganz allgemein mit Lily über das Artistenleben unterhielt. Wir schlenderten durch die Geschäftsstraßen. Miss Baker kaufte einen Haufen Krempel, von dem ein Mann wahrhaft nicht wissen konnte, wozu er gut sein sollte. Sie erzählte viel von sich, wenig vom Artistenleben überhaupt, ganz wenig von Monique. Wir speisten noch zu Mittag miteinander. Dann verabschiedeten wir uns. Sie fragte nach meinen Plänen für heute Abend, aber ich musste bedauern, denn ich war entschlossen, ab Mitternacht mein Zimmer nicht zu verlassen, bis der Anruf kam. Das Warten dauerte genau 14 Stunden. Um 2 Uhr mittags des nächsten Tages rief der Mann aus Cincinnati City an, Hallo, Earl, sagte er. Ich bin angekommen. Ich schaffte mir sofort meine Erkältung wieder an. Okay, wann können wir uns sehen? Er antwortete nicht darauf. Earl,
Was bedeuten die Meldungen in den Zeitungen? Sie schreiben, die Schießerei hätte in einem ganz anderen Zug stattgefunden, als wir vereinbart hatten. Ich war auf diese Frage gefasst. Wenn ich recht informiert bin, so stieg der Gehmann in Kosch aus, erledigte irgendetwas und nahm dann den Zug, in dem ich eigentlich Begger treffen wollte. Ich nehme an, dass er Charles schon vorher erkannt hatte und durch diesen Zugwechsel feststellen wollte, ob Begger ihm wirklich folgte. Na schön, wir werden ihn schon noch erwischen. Wir treffen uns morgen Abend, 9 Uhr, auf der U-Bahn-Station Roter Platz. Bis dahin, Earl. Und alles Gute für deine Erkältung. Er hängte ein. Ich ließ langsam den Hörer aus der Hand gleiten. Seine letzten Worte, der fromme Wunsch für meinen Husten, hatte verdammt ironisch geklungen. Ich telefonierte mit dem Portier und bat ihn, sich doch einmal zu erkündigen, woher der Anruf gekommen war. Die Antwort lautete nicht anders, als ich sie erwartet hatte. Ein direkt gewähltes Stadtgespräch, dessen Herkunft nicht festzustellen war. Wir befanden uns also in einer Stadt, ich, der Gehmann und der Eisenbahnmörder. Was sollte ich tun? Sollte ich 2000 Polizisten alarmieren, um ihn zu suchen? Wie sah er aus? Ja, ich wusste es, glaubte es zu wissen, aber wie sollte ich mein Wissen in eine Beschreibung übersetzen, die für jeden Straßenkopf brauchbar war? Breitschultrige, schmalhüftige Gestalt von 6 Fuß Größe, geschmeidige, pantherartige Bewegungen, glitzernde Augen im Augenblick der Gefahr. Wer konnte mit solchen Sätzen etwas anfangen? Wer sollte danach einen Mann verhaften, einen Mann noch dazu, der sich hüten würde, auf die Straßen einer Stadt zu gehen, in der er mir begegnen konnte, mir, dem einzigen Menschen, der ihn erkennen konnte, wenn auch nicht an mehr als an der Art seiner Bewegungen und seines Blickes. Es hatte keinen Zweck, Chicagos Polizei verrückt zu machen. Diese Sache konnte ich nur ganz allein erledigen, und wenn ich bis morgen Abend nervös werden sollte, konnte ich immer noch den Herrn Polizeichef bitten, ein paar Leute mehr als gewöhnlich um 9 Uhr zur S-Bahn-Station Roter Platz zu schicken. Wenn einem eine dicke Sache bevorsteht, so tut man am besten daran, einfach nicht darüber nachzudenken. Bis morgen Abend hatte ich Zeit genug. Ich fuhr zum Roter Platz und sah mir die Gegend an, aber dann erwischte ich per Telefon Liane in ihrer Künstlerpension. Sie konnte sich für den Abend nicht mehr freimachen, weil sie mit ihrem Impresario verabredet war, der ihr einen neuen Vertrag vorlegen wollte, aber morgen brauchte sie nicht aufzutreten, und sie schlug mir vor, wir sollten einen schönen Tag am Michigan See verbringen. Stern, Stern, Stern. Sie wissen, Chicago ist eine Stadt, bei der man von Schönheit nicht gut reden kann, aber der Michigan See, an dem sie liegt, ist große Klasse. Ich mietete mir am Morgen einen Linken und holte Liane ab. Wir steuerten gemächlich die Straße in Richtung Milwaukee, und ungefähr so in der Mitte zwischen beiden Städten schlugen wir uns seitwärts in die Büsche. Die Uferstraße liegt etwa 300 Yard vom Seeufer weg und verläuft auf einer Böschung, denn der Michigan See tut bei dem passenden Wind schon mal so, als wäre er ein Meer. Die Wiesen sind mit Büschen und jungen Bäumen bepflanzt, die Böschung ausschließlich mit starken Meckhandelsträuchern, deren Wurzeln ihr mehr Halt geben sollen. Liane und ich schlenderten dahin, und ich muss es Ihnen gestehen, wir gingen Hand in Hand. Wir kletterten die Böschung hoch. Ich zog sie nach, obwohl sie sicherlich nicht schlechter lief als ich, ließ sie sich ziehen. Dann standen wir auf der Straße. Der gemietete Linken parkte einige 50 Schritt weiter am Straßenrand auf der gegenüberliegenden Seite. Ich hatte heute Abend noch eine Sache vor, von der ich, bei Jove, nicht wusste, wie sie ausgehen würde. Ich fühlte dem Mädchen gegenüber so etwas wie Dankbarkeit für die paar schönen Stunden. Erkannte der Mann, den ich am Roter Platz zu treffen hoffte, mich eine Minute früher als ich ihn, dann konnte dieser lustige Tag am Michigan See der letzte meines Lebens gewesen sein. Ich hatte die Hand des Mädchens losgelassen, als wir auf der Straße standen. Wer erster am Wagen ist, darf fahren, rief sie plötzlich und rannte los. Ich verlor eine halbe Sekunde, bevor ich startete, und sie gewann ein paar Schritt Vorsprung. Hören Sie, es ist ein erbärmliches Gefühl, wenn man mit einem strahlenden Lächeln einem Girl nachrennt, und auf einmal knallt es, und man findet sich im Straßenstaub wieder. Jawohl, es knallte. Es war, als schlüge mir eine mächtige und doch spitze Faust mit großer Kraft gegen die Schulter. Ich lag plötzlich flach, und ich weiß bis heute noch nicht, ob ich mich hingeworfen oder ob der Anprall der Kugel mich von den Beinen geholt hatte. Es ist ein Glück, dass die Natur uns so eingerichtet hat, dass unser Organismus,
wenn es brenzlig wird, schlagartig auf Touren läuft. Das ist ungefähr so, als schösse ein Auto, das bisher gemächlich mit 20 Meilen über die Straßen gezockelt ist, plötzlich und ohne Übergang mit 100 in der Stunde dahin. Noch bevor ich richtig lag, erkannte ich, dass der oder die Schützen in den Sträuchern auf der anderen Straßenseite lagen. Ich rollte mich um die eigene Längsachse quer über die Straße. Ich hörte zwei weitere Schüsse krachen. Eine Kugel schlug 2 Zoll hinter mir etwas aus dem Asphalt. Noch eine, 2, 3 Umdrehungen, noch 2 Schüsse und ich erreichte den Straßenrand, rollte darüber hinweg und fiel ein paar Fuß tiefer in die Meckhandel-CHE und damit in die Deckung. Mein rechter Arm taugte nicht mehr viel. Ich konnte ihn zwar bewegen, und ich bekam auch den Revolver aus der Halfter, aber dann vermochte meine Hand ihn nicht zu halten. Ich nahm ihn in die linke, und nun wollte ich es den Freunden zeigen. Ein paar Sekunden hatte das Manöver gekostet. Ich kroch auf dem Bauch nach oben. Ich steckte die Nase über die Böschung. Es blieben mir nur 2 Sekunden, um mich über die Lage zu orientieren. Liane lag regungslos auf der Straße, nicht sehr weit von meinem Linken entfernt. Wo meine Gegner waren, wusste ich im ersten Augenblick nicht, aber ich bekam es sofort zu spüren. Ein schwarzer Ford fuhr eng an der Böschung entlang auf der verkehrten Straßenseite. Ich lag zu tief, um den Kopf des Fahrers sehen zu können. Ich feuerte 2 meiner Kugeln gegen den anrollenden Wagen, aber dann musste ich weg. Wieder rollte ich die Böschung hinunter. Der Wagen hielt genau an der Stelle, an der ich gelegen hatte, und seine Insassen eröffneten das Feuer auf mich. Für mich wurde es eine der scheußlichsten Schießereien, an die ich mich erinnern kann. Sie hatten alle Vorteile für sich. Sie brauchten nur die Nasen und die Revolverläufe über den Rand des Seitenfensters zu senken, so konnten sie die ganze Böschung einsehen. Ihre Zielrichtung war von oben nach unten, meine im spitzen Winkel nach oben. Sie hatten Stahlblech als Kugelfang, ich nur die Meckhandel-CHE. Es wurde eine höchst einseitige Angelegenheit. Als ihr Wagen oben stoppte, hatte ich mich auf die Knie aufgerichtet. Meine 3. Kugel ging genau durch das heruntergekurbelte Seitenfenster in die Decke des Wagens. Aber schon der erste Antwortschuss traf mich zum 2. Mal in die rechte Schulter und warf mich um, in ein Gestrüpp hinein. Es war völlig sinnlos, sich weiter mit ihnen herumzuschießen. Ich sprang auf die Füße und hetzte in großen Sätzen die Böschung abwärts. Für die Freunde im Auto muss es wie eine Hasenjagd gewesen sein. Sie schossen nach mir, sobald sie zwischen den Meckhandelsträuchern nur einen Schimmer von mir sahen. Einmal brannte es mir heiß wie ein Peitschenhieb über den Nacken. Endlich, nach einer Ewigkeit, die vielleicht 5, vielleicht 10 Sekunden gedauert hatte, erreichte ich den Fuß der Böschung, und da war ein Baum, ein einsamer Baum, nicht viel dicker als ein Männeroberschenkel. Mit jepsenden Lungen kauerte ich mich dahinter. Mein Gesicht war nass, nein, nicht nur von Schweiß. Die Wut hatte mir die Tränen aus den Augen getrieben. Rechnen Sie sich aus, wie lange das Ganze gedauert hatte. Auf mehr als 20 Sekunden werden Sie nicht kommen. Pari stand die Partie immer noch nicht, aber wenigstens etwas besser. Mein Bäumchen hielt Kugeln genauso gut ab wie ihr Autoblech. Sie stellten sich nicht zum Kampf. Sie bringen sofort spitz, dass ich kein Freiwild mehr für sie war, und hauten ab. Ich sah noch eben das Heck des Schwarzen fort, der quer über die Straße schuss. Raus aus der Deckung und wieder die Böschung rauf. Oh nein, ich war noch lange nicht fertig. Ich war viel zu wütend, um aufzugeben. Ich raste hoch. Mein rechter Arm baumelte, als gehörte er mir nicht, und der vom Blut durchfeuchtete Ärmel verursachte ein widerwärtiges Gefühl auf der Haut. 300 Yard mochte der Fort entfernt sein, als ich die Straße erreichte. Liane war verschwunden. Unser Linken stand noch am Straßenrand. Ich preschte hin, fummelte den Schlüssel aus der Tasche und warf mich hinter das Steuer. Unterdessen war der Ford um die nächste Kurve verschwunden. Ich trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch, beugte mich weit vor, dass die Brust das Steuer etwas mithielt, und raste dem Ford die Straße nach Chicago nach. Unser Abstand mochte 600 Yard betragen. Im Laufe der nächsten 10 Minuten drückte ich ihn auf 300 herunter. Sie merkten, dass ich hinter ihnen war. Einer nahm mich vom Seitenfenster her unter Feuer. Oh, ich hatte nicht die Absicht, sie zu überholen, abzudrängen und zu stoppen. Wenn ich sie nur halten konnte, bis wir eine verkehrsreichere Gegend erreichten,
so konnten sie mir nicht entgehen. Der erste Cop, der uns sah, würde ein halbes Dutzend Funkstreifen auf unsere Fährte setzen, und sei es, weil er der Meinung war, nur Verrückte und Betrunkene könnten so halsbrecherisch durch die Landschaft zischen. Ich ließ den Linken etwas zurückfallen, um mir nicht eine dumme Zufallskugel einzuheimsehen. Der Revolverschütze stellte sein Feuer ein. Ich lachte und dachte, was sie sich jetzt wohl ausdenken würden, um zu entkommen. Ihr Wagen fuhr scharf an den rechten Straßenrand. Er verlor rasch an Geschwindigkeit. Ich nahm den Fuß vom Gas. Wollten Sie noch einmal versuchen, mich zu stellen? In diesem Augenblick flog die rechte Seitentür auf. Eine Gestalt flog in hohem Bogen ins Gebüsch der Böschung. Ich sah wie Endes Haar, einen fliegenden Rock. Liane. Die Tür des Ford knallte zu, der Wagen sprang mit einem Satz wieder auf hohe Geschwindigkeit. Ich trat auf die Bremse und hielt mit aller Kraft den schlitternden Wagen auf der Straße. Ungefähr an der richtigen Stelle kam ich zum Stehen. Ich sprang heraus, lief um das Auto an die Böschung und rief, Liane. Ich erhielt keine Antwort, aber ich sah etwas Helles zwischen den Büschen schimmern und raste abwärts. Erfreulich sah das Mädchen im Augenblick nicht gerade aus. Sie hatte ein paar Schrammen im Gesicht, aber sie lebte, wenn sie sich auch nicht rührte. Eine halbe Minute lang war ich unschlüssig. Ich hatte verdammt nicht wenig Lust, einfach anzunehmen, Liane würde sich von selber erholen, um mich frohen Mutes wieder an die Verfolgung des Ford machen zu können. Aber dann sah ich ein, dass das nicht ging. Das Mädchen konnte sich innerliche Verletzungen zugezogen haben, und je schneller es in die Hände eines Arztes gelangte, desto besser war es. Ich packte mir Liane auf die Schulter. Das war einhändig nicht ganz einfach. So schnell ich vermochte, verfrachtete ich sie im Fond des Linken, gab Gas und fuhr weiter. Erst nach 10 Minuten erblickte ich eine Familie, bestehend aus einem dicken Mann, einer dicken Frau und 3 dicken Kindern, die sich einen Picknickplatz unter einem Baum aufgebaut hatten und, ohne einen Blick für die Natur, dabei waren, ihre mitgebrachten Vorräte zu vertilgen. Der Mann vergaß, ein gebratenes Hühnerbein zum Mund zu führen, als ich, blutig und verdreckt, aus dem Linken stieg. Die dicke Frau stieß einen schrillen Schrei aus, und die 3 Göhren starrten mich mit offenem Mund an. Es ist ein Verbrechen geschehen, sagte ich knapp. In meinem Wagen liegt eine verletzte Frau. Fahren Sie sie so schnell wie möglich in ein Krankenhaus, und rufen Sie dann das FBI-Hauptquartier an, in welches Krankenhaus Sie sie gefahren haben. Ich brauche Ihren Wagen. Wie, stotterte er. Sie wollen meinen Wagen haben? Aber das geht doch nicht. Selbstverständlich geht das. Ich schnauzte ihn an. Ich bin FBI-Beamter. Geben Sie den Schlüssel her. Er krabbelte bereitwillig in seiner Hosentasche und reichte mir die Autoschlüssel. Ich beeile mich, dass die Frau in ein Krankenhaus kommt. Er erhob sich und ging zu meinem Linken. Ich fuhr mit dem Wagen des Dicken weiter. Endlich traf ich einen Cop, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon 2 Kreuzungen passiert und fuhr mitten im Strom der von Chicago heimkehrenden Wagen. Ich verständigte mich schnell mit dem Polizisten. Er übernahm das Steuer und fuhr mich zum nächsten Gasthaus. Ich telefonierte mit dem FBI-Hauptquartier. Der Kollege, den ich an die Strippe bekam, hieß Freddy, und er kapierte rasch. Ich konnte mich darauf verlassen, dass er die Beschreibung des Schwarzen fort sofort an die Streifenwagen durchgab. Auch die Nummer konnte ich ihm nennen. Wenn Sie mich jetzt nach Chicago fahren würden, wäre ich dankbar, sagte ich nach dem Telefonat zu dem Cop. Er musterte mich. Wollen Sie nicht lieber erst zum Arzt, Sir? Fragte er. Bis Chicago halte ich schon noch durch. 2 Stunden später der Cop fuhr wohl aus Besorgnis um mich reichlich langsam hielten wir vor dem Hauptquartier des Chicagoer FBI. Ich verlangte Freddy zu sprechen, und ein Kollege brachte mich hin. Freddy war ein Mann in meinem Alter. Hallo, sagte er nur, als ich sein Büro betrat und mich wortlos in einen Sessel fallen ließ. Er nahm den Hörer seines Telefons ab, wählte eine Nummer, nannte seinen Namen und sagte, kommen Sie gleich her, Doc. Wir haben einen Burschen hier, den Sie verarzten müssen. Dann stand er auf, holte aus dem Wandschrank eine Flasche und goss mir ein halbes Wasserglas voll ein. Kein Soda, fragte er. Kein Soda. Der Whisky tat gut. Freddy steckte mir eine Zigarette zwischen die Lippen. Wusste gar nicht, dass sie sich in unseren Gefilden herumtreiben, Kotten. Gute Jagd gehabt.
Ich grinste schwach. Gutes Wild abgegeben. Hinter wem sind Sie her? Hinter dem Eisenbahnmörder, aber das ist wechselseitig. Er ist ebenso hinter mir her. Freddy sprang elektrisiert hoch. Der Eisenbahnmörder. Ist er in Chicago? Er war hier, machte einen Ausflug zum Michigan Sea. Ob er davon allerdings zurückgekehrt ist, weiß ich nicht. Können wir nicht etwas tun? Ich wüsste nicht was. Wenn Ihre Leute den Schwarzen fortfinden, können Sie ihn vielleicht fassen, aber ich glaube nicht, dass er dumm genug ist, ihn lange zu benutzen. Der Arzt kam. Er musterte mich flüchtig durch seine goldene Brille und stellte fest, hier kann ich den Burschen nicht behandeln. Lassen Sie eine Trage holen, Freddy, damit wir ihn in den Sanitätsraum bringen können. Danke, sagte ich und erhob mich etwas mühsam. Ich gehe schon selber. Freddy, ich hoffe, dass in Kürze ein dicker Mann anruft und mitteilt, in welches Krankenhaus er ein Mädchen gebracht hat. Am besten schicken Sie dann einen Ihrer Leute hin, der ein Auge darauf hält. Der Linken, den der Dicke fährt, muss dem City-Autoverleih zurückgebracht werden. Und dann sitzt an der Straße nach Milwaukee eine Frau mit 3 Kindern, die Sie abholen lassen müssen. Am besten nehmen Sie den Mercury dazu, mit dem ich gekommen bin. Er gehört Ihnen nämlich. Stern, Stern, Stern. Was der Doktor mir mitzuteilen hatte, war wenig erfreulich. Beide Kugeln steckten in der rechten Schulter, und er hielt es für fraglich, ob die Sehnen und Knochen unverletzt waren. Der Peitschenhieb im Nacken, den ich gefühlt hatte, entpuppte sich als Streifschuss ohne Bedeutung. Tut mir leid, sagte der Arzt, nachdem er mich verbunden hatte, aber ich kann Ihnen das Krankenhaus nicht ersparen. Die Steckschüsse müssen aus der Schulter raus. In Henkers Namen, schimpfte ich, aber sorgen Sie dafür, dass ich schnell wieder fit bin. Sie können sich denken, dass ich es dem Burschen heimzahlen möchte, der mir es besorgt hat. Bevor Sie mich in den Krankenwagen verfrachteten, kam Freddy noch einmal.